Hallo zusammen. Seid ihr euch sicher, dass euch nichts mehr überraschen könnte? Ich nehme die Herausforderung an. In den nächsten Minuten bekommt ihr jede Menge coole Dinge aus der ganzen Welt zu sehen, die euch garantiert staunen lassen. Lasst uns loslegen. Die Kriminellen, die auf die Idee kommen, beim Herrchen dieses Hundes einzubrechen, tun mir jetzt schon leid. Guckt mal, wie spektakulär das Abfeuern einer Magnum in Zeitlupe aussieht. Jetzt alle aufgepasst, für die Piraterie ein Begriff aus Geschichtsbüchern und Abenteuerromanen ist. Piraten existieren bis heute und rauben Frachtschiffe aus. Darum werden Schiffe, die in besonders gefährlichen Gewässern, wie etwa vor der Küste Somalias, unterwegs sind, mit allen erdenklichen Mitteln geschützt, um nicht gekapert zu werden. Wer hätte gedacht, dass das Reinigen von Autofelgen so spektakulär aussehen kann? Hier ist der Prozess noch cooler als das Ergebnis. Bei dem, was hier auf den ersten Blick wie eine Hungerspiele-Arena wirkt, handelt es sich um das Innere eines riesigen Tankers, mit dem bis zu 174.000 Kubikmeter Erdgas transportiert werden können. Das Ding ist echt gigantisch. Solche 3D-gedruckten dehnbaren Netze könnten die Anti-Stress-Spielzeugindustrie auf ein neues Level heben. Aus diesem Friseur wäre ein hervorragender Bildhauer geworden. Der Kerl räumt auf beeindruckende Art und Weise mit dem Stereotyp auf, dass man Menschen ohne Haare keine Frisur verpassen könnte. Es sieht so aus, als hätte man in Dubai Atlantis entdeckt. Okay, Spaß beiseite. Das ist Deep Dive Dubai, der tiefste Pool der Welt. Vom Grund bis zur Oberfläche sind es 60 Meter. Und unter Wasser findet man ein versunkenes Auto, eine Telefonzelle und sogar eine Bibliothek. Dass Tintenfische ihre Farbe ändern können, dürfte für euch nichts Neues sein. Aber habt ihr schon mal so etwas gesehen? Das Muster ändert sich je nach Zustand von Chromatophoren. Es sind Pigmentzellen, die der Kopffüßer steuert, entweder zur Tarnung oder um mit seinen Artgenossen zu kommunizieren. Ratet mal, was mit dem Sand nicht stimmt und versucht nichts zu zucken. Von oben gesehen wirken die winzigen Insekten wie eine Menschenmenge in einer Metropole. Ein Genfehler hat diesen Winzling zu etwas wirklich Besonderem gemacht. Und das scheint ihn gar nicht zu stören.
Manche Barkeeper sind echte Künstler, was die Zubereitung von Cocktails angeht. Nur ein Funke und schon hat man eine ganze Feuershow auf dem Tisch. Und sicher ein paar Hunderter weniger in der Brieftasche. Was glaubt ihr, ist es ein Wurm oder eine Eidechse? Überraschung, beides. Bei diesem einzigartigen Lebewesen handelt es sich um eine in Südamerika heimische Art namens Amphisbaena mertensii. Natur, wie konntest du dir so etwas nur ausdenken? Ihr werdet überrascht sein, aber hier wird nicht eine Weltraumrakete, sondern ein Kampfjet vom Typ F-15 getestet. Ihr habt vielleicht schon Videos von Raumfahrzeugen gesehen, die in die Erdatmosphäre eintreten, aber bestimmt nicht aus dieser Perspektive. Wir sehen, wie eine Landekapsel mit Mach 25 in die Erdatmosphäre eintritt. Das sind knapp 30.000 km/h. Für alle, die bis jetzt keine Angst vor Fahrstühlen hatten. Italiens Gärten sind weltberühmt, aber nur wenige wissen, dass es dort auch einen Unterwassergarten gibt. Nemos Garden ist ein einzigartiger Unterwasser-Gemüsegarten mit luftgefüllten Blasen vor Liguriens Küste, den man mit Sauerstoffflaschen auf dem Rücken erkunden kann. Es muss ein unvergessliches Erlebnis sein. Autoreifen zu entsorgen stellt auch heutzutage keine kleine Herausforderung dar. Ganz zu schweigen das Entsorgen von illegalem Schrott vor einem halben Jahrhundert. Im Jahr 1974 hatten die Behörden in Broward County, Florida, die Idee, 2 Millionen Autoreifen in das Meer zu schmeißen. Der Gedanke dahinter war, dass die Autoreifen so wenigstens an Land keine Unordnung verursachten und im Wasser als Unterschlupf für Fische fungieren könnten. Leider entpuppte sich das Experiment als totaler Reinfall. Die Reifen wurden 2 Kilometer von der Küste von Fort Lauderdale im Wasser entsorgt, doch der Versuch, ein künstliches Riff zu erschaffen, ging furchtbar schief. Die Reifen verteilten sich am Meeresboden und fügten dem Ökosystem einen solchen Schaden zu, dass man noch heute daran arbeitet, den damaligen Fehler wieder gut zu machen. Fantastische Aufnahmen und ein nicht weniger fantastisches Geräusch beim Andocken des Raumschiffs an die ISS. Stellt euch vor, ihr werdet mitten in der Nacht von einem komischen Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Ihr steht auf, geht ins Wohnzimmer und seht das. Fragt ihr euch, wo hier der Haken ist?
Das ist kein Roboter, sondern eine echte Frau. Wenn die Maschinen uns irgendwann besiegen sollten, könnte sie ihr Vertrauen leicht gewinnen. Das hier ist etwas, was ihr beim Tauchen auf keinen Fall mit dem Fuß berühren solltet, nämlich Feuerwalzen. Die winzigen Meeresbewohner leben in Kolonien, die bis zu 30 Meter lang werden können. Dies entspricht in etwa der Höhe eines 30-stöckigen Gebäudes. Das hier ist wohl eines der umwerfendsten Beispiele für Symbiose im Tierreich. Der Fisch versteckt sich in einer Qualle und hilft dir dabei, sich schneller in die gewünschte Richtung zu bewegen. Wahnsinn! Auf den ersten Blick scheint es ein völlig unspektakulärer Tümpel zu sein, aber gleich passiert etwas Magisches. Das machte eine polarisierte Sonnenbrille möglich. Ihr könntet euch eine zulegen, wenn ihr mal an einem solchen Ort schwimmen gehen wollt. In Filmen sehen wir oft, wie Ermittler Fingerabdrücke an Tatorten sichern. Jetzt wollen wir sehen, wie Kriminaltechniker sie für eine Untersuchung im echten Leben mit einem Magnetapplikator erfassen. Cooler als in jedem Film. Immer häufiger werden Technologien, die wir früher nur aus Science-Fiction-Filmen kannten, Realität. Wie gefällt euch zum Beispiel dieses futuristische Notebook mit dem durchsichtigen Display, das von der Firma Lenovo entwickelt und präsentiert wurde? Es ist wohl überflüssig zu sagen, dass man damit in einem Café für eine Menge Aufsehen sorgen würde. Guten Appetit allen, die gerade essen! Das ist ein durchaus genießbarer und möglicherweise sogar leckerer, aber furchtbar realistischer Kuchen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr ein Stück davon kosten würdet. Manchmal merken wir gar nicht, welche Schönheit sich unter unseren Füßen verbirgt. Ein Like von denjenigen, denen es bei der Arbeit ungefähr so geht wie dieser Flasche Diät-Cola. Eine Frage an alle, die Graffiti für Vandalismus halten. Habt ihr diesen Zug gesehen? Ich habe das Gefühl, als würde der Fahrzeugsound in GTA 5 von diesem Lego-Schaltgetriebe stammen. Eine meiner Lieblingsrubriken: Magie gegen Wunder der Wissenschaft. Das hat sicherlich mit Magie nichts zu tun. Alles basiert auf den Gesetzen der Optik und sieht verdammt cool aus.
Einen Schlüssel unter der Fußmatte verstecken? Das ist Schnee von gestern. Das fehlende Melanin ist das Einzige, was diese Schildkröte von ihren Artgenossen unterscheidet. Aber sie sieht trotzdem sehr süß aus. Mithilfe eines solchen Käfigs können Fische mittlerweile kontrolliert im offenen Meer gezüchtet werden. Die Idee dahinter ist, im natürlichen Umfeld wachsen die Fische schneller. Dabei kann sichergestellt werden, dass sie sich mit keinen Krankheiten anstecken. Wer glaubt, dass Hologrammtelefonie nichts anderes als Science Fiction wäre, der irrt sich gewaltig. Ein kalifornisches Start-up-Unternehmen hat solche KI-unterstützten Telefonzellen gebaut, die in Sekundenschnelle eine dreidimensionale fotorealistische Darstellung einer Person erstellen und rund um den Globus beamen können. Die Zukunft scheint begonnen zu haben. What's up, everybody? Yours truly, Mom Keeps, chilling right here at NAMM, Latino Cyber Guy. Hey, we'll see you on the other side. Seit einigen Jahren setzen Geologen künstliche Brocken aus Beton ein, die sie mit Sensoren bestücken und unterschiedlich beschaffene Hänge hinabrollen lassen. Sie verglichen dabei verschiedene Formen und Massen, rekonstruieren Flugbahnen und bestimmen Geschwindigkeiten, Sprunghöhen und Auslaufbereiche, um anhand der gewonnenen Erkenntnisse die Gefahrenlage durch herabfallende Steine an bestimmten Orten besser einschätzen und prognostizieren zu können. Ein kleiner Tipp: Lasst niemals einen Teller mit gekochtem Reis auf dem Tisch stehen, wenn ihr in den Urlaub verreist.